Hallo, hier ist eure Martina von Ende24. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, geht es heute um das Thema Marmorlook. Heute möchte ich euch mit verschiedenen Produkten zeigen, wie ihr dieses Design kreieren könnt und wie ihr das anwenden müsst. Kommen wir zum nächsten Produkt, in dem Fall wäre das Shellac. Die Anwendung ist die gleiche wie bei Farbgel auch. Ich habe mir hier Classic Black von Shellac aufgetragen, ausgehärtet und dann habe ich mir jetzt den Base und Topcoat aufgetragen. Den bitte auch nicht aushärten. Und für die Gegenfarbe, die ich mich entschieden habe, ist Weiß, weil man die am besten sieht bei Schwarz. Shellac das Snow White genommen, habe mir einen Tropfen auf meine Arbeitsplatte gelegt und arbeite mir jetzt meinen Pinsel ein, nehme mir ein bisschen Produkt auf und setze auch irgendwo an. Ich fange mal diesmal hier an und wieder mit zitternden Bewegungen Linien ziehen. Wichtig ist, dass ihr den Pinsel immer wieder abputzt, weil Reste dranhängen könnten und dann würde das nicht mehr so schön aussehen. Dann fange ich mal hier unten an. Also ganz, ganz feine Linien ziehen, immer wieder nachziehen. So entsteht dieser Look. Ganz abstrakt. Und immer wieder den Pinsel bitte abputzen, damit euch keine Flecken entstehen. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ziehen das runter. Dann warte ich einen Moment, bis es sich verteilt. Aber so sieht es ja schon ganz schön aus. Also immer wieder nachziehen. Vielleicht auch mal in eine andere Richtung. Mir gefällt das Ganze so. Ich werde das jetzt aushärten und dann versiegeln wir das Ganze.